Hallo Leute, was geht? Dart1005 hier mit Let's Play Paper Mario, die Legende vom Eontor. Ich will jetzt mal kurz zeigen, wie weit ich schon gekommen bin. Und zwar sind wir jetzt im 73. Untergeschoss, Donnerwetter. Das habe ich jetzt gestern Abend noch gemacht. Und zwar habe ich 2 Stunden aufgenommen, ganz großes Kino. Und dann habe ich die Wii über Nacht angelassen und jetzt geht's weiter. Ich werde wieder den neuen Gegner zeigen und wir sehen uns dann wieder mit Stimme und Kommentar und so in der 100. Etage. Gut, Leute, bis denn. Hallo Leute, der AC105 hier nochmal. Und zwar bin ich jetzt ziemlich weit unten. Man sieht schon, das ist alles hier düster und dunkel. Und hier steht 99. Untergeschoss. Leck mich. Ich bin fix und fertig. Die Leute sind fix und alle. Dafür habe ich mich aufgepowert wie blöde. Mario hat jetzt KP 60 und BP 50. Und naja, dann würde ich sagen, wir pfeifen uns auf jeden Fall. Ich muss die Leute nochmal aufbauen. Gumbrina kriegt was. Und der andere Ultrapilz, der geht für Barbara drauf. Denn das sind meine wichtigsten. Wie schaut es mit den Blütenpunkten aus? 27, das schaut gut aus. Okay, dann würde ich sagen, wir switchen zu Gumbrina. Und schauen uns da an, was los ist. Oh, holy, holy, holy moly. Genau. Das wird jetzt awesome. Ich hasse es. Genau. Das wird jetzt der super awesome, mega fun Kampf of the Worldness. Ah. Was für ein widerlicher Kerl. Ja, Flucht in diesem Kampf nicht möglich, das ist bekannt. Schauen wir uns an, wer das ist und was hier nur so los ist. Ich bin gespannt. Das ist Loviata. Loviata ist die ältere Schwester von Logard, Ort Duellkerker. Aber sie ist ja nur noch ein Knochengerüst.
Maximal KP 200, Angriffskraft 8, Verteidigung 2. Mit ihren Angriffen kann sie uns einschläfern oder gefrieren lassen. Und wenn ihre KP sinken, regeneriert sie sich von selbst. Ist dieses Biest am Ende stärker als der Endboss, strengen wir uns an. Da sagst du was. Oh Mann, oh Meter. Naja. Ja, Loviata ist stärker wie der Endboss. Das kann ich verraten. Und es wird übel. Um nicht zu sagen übeldübel. Ja, das ist der Eisatem. So, switchen wir mal zu Badomp. Und greifen an. Hoffentlich verliere ich jetzt nicht, weil sonst haben wir ein Problem. Dann darf ich nämlich theoretisch den Duellkerker noch mehr machen. Mache ich natürlich nicht. Das ist mir nämlich viel zu blöde. Dann wird das einfach ausgesetzt. Ganz einfach. Aber der Orden für das Trickkommando ist awesome. Hey. Oh Mann. Ja, das ist nicht lustig. Alter. Ich glaube, wir wechseln mal aus. Kupio. No! What the hell? Ach Mann. Ich hasse sowas. Naja, okay. Schwindel ist nicht lustig. Wir brauchen Sternpunkte, ganz viele Sternpunkte. Ja. Okay. Hoffentlich. Ja, ja, es funktioniert. Oh Mann. Yeah. Ja, ich kann versprechen, es wird übel, übel schwer. Was wollt ihr schmeißen? Ach, die wollten Items schmeißen. Kacke. Okay, gut, ich würde fast sagen. Ne, wir lassen Badomp noch. Wir lassen ihn noch. Eishauer treffen gegen Angriffskraft 3. Können wir mal ausprobieren. Besser als nichts. Es wird ihn eh nicht gefrieren, so wie ich mich kenne, aber trotzdem. Ja, nicht wirklich. Was soll sowas auch gegen Knochengerüst Wetter ausrichten? Gut, dann nehmen wir die Barbara. Und Mario säuft mal einen Kraftpunsch. Einfach so. Ja. Barbara macht derweil einen Schattenhieb. Jo. Bringt sogar was, sehr gut. Und er brennt. Okay. Sehr gut. Okay. Ja. So, Ultrasprung. Der Gegner wird mit einem Ultrasprung angegriffen. Hauer, hauer. Ach, ich liebe diesen großen Mario. Duna wieder. Ah, 8 ist natürlich schon geil. Yay. Und wenn ihr euch fragt, warum Mario so komisch, warum da so komische Blitze aus Mario rauszucken, das ist der Orden Zepper. Damit wird Mario nämlich elektrisch aufgeladen. Nur mal so, by the way. Und die Sternenergie wird damit auch aufgeladen. Die ist eh schon fast voll, aber das macht nichts. Wunderbar. Hey! Blöder Arsch. Da. Allerdings, solange Mario noch so stark ist, müssen wir nochmal richtig reinhauen. Dass sich das richtig lohnt hier. Die Sternenergie bringt uns jetzt zwar nichts, aber das ist nicht schlimm. Dafür muss ich Mario jetzt mal schützen. Weil die Attacken sind zu böse. So. Ach, Scheißdreck. So, jetzt haben wir langsam ein Problem. Wir haben keine Items, die meine KP aufpowern. Sowas habe ich fast vermutet. Ich hasse es. Gut, dann müssen wir Superfit nehmen.
bringt mir alles nichts. Allerdings, eigentlich wollte ich die Sternenergie aufheben, aber irgendwie hätte ich mir noch ein paar Superpilze, Ultrapilze und dergleichen mitnehmen sollen. Ich Pfosten. Das habe ich mal wieder vertrödelt. Das hätte mir wirklich sehr geholfen. Nur jetzt ist es zu spät. Das ist mein Problem. Ja, es hat zwar ein bisschen was gebracht, aber nicht, dass man sagt, du ne Wetter. Greif mal an. Der Kampf wird richtig übel. Ich gebe mein Bestes, aber ein bisschen Glück ist, glaube ich, bei dem Ganzen auch immer mit dabei. Hä, ach komm! Vielleicht hätte ich mir auch einen Lebenspilz mit einpacken sollen. Es ist jetzt langsam schwierig. Ganz, ganz schwierig. Gumbrina. Lässt Mario einmal öfter zuschlagen. Multikopfnuss. Und irgendeiner konnte doch Marios KP auch auffüllen. Er raubt ihn. Nö. Was auch nicht, warum was auch nicht. Oder was, Nagarine? Ein zarter Kuss, der Marios KP wiederherstellt. 10 Blütenpunkte. Drücke abwechselnd A und B. Das kann ich. Das ist nicht schwer. Yay! Naja, besser als nichts. Mein Gott. Im Tausch praktisch 10 Blütenpunkte gegen 10 KP. Ist okay, mein Gott. Geht schon. Wetter, 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 Wetter. Ja, wir brauchen dringend Sternenergie. Ja. Yeah, daneben. Sehr gut, okay. Gut. Einmal mehr Zeit für uns, sowas zu tun. Sehr gut. Na, na, Steine braucht er nicht hauen. Schmeißen, das bringt alles nichts. Yay, super! Yeah, sehr gut. Ich brauche Sternenergie. Ich brauche verdammt nochmal Sternenergie. Die alle Gegner trifft. Bombe. Oh Mann, diese Loviata. Ach, ich mach das wunderbar. Oh, Nebel, sehr gut. Okay. Naja. Nicht das Gelbe vom Ei, sagen wir es mal so. Aber was soll's, hilft ja nix. Na, scheiße. Der Kacknebel. Nein! Mann. Ja, toll. Diesmal ist das Pech wieder richtig auf meiner Seite. Ich dreh noch durch. So. Da haben wir wohl nicht mehr viele Möglichkeiten so langsam. Ich hätte mir da was anders einpacken sollen. Ich hätte mir Lebenspilze und Ultrapilze viel mehr einpacken sollen. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Dramen über Dramen. Ich sag's immer wieder. Ja. Au. Du bist böse. Hey! Ich glaube, es geht los hier. So. Okay. Schauen wir uns die Sternenergie an. Es reicht für einen Sternhagel. Soll ich es wirklich wagen? Zieht 15 ab.
oder mache ich lieber Superfit? Ist jetzt die Frage, ne? Weil, erhöht Angriff und verteilt. Ich kann nicht mal in Ruhe lesen, ne? Verteidigung im Team für eine Weile. Maxi B. Gut. Stoppt den parasiert alle Gegner. Ne. Komm. Ich setze jetzt alles auf meinen Sternhagel. Entweder das funktioniert oder wir sterben. Ganz einfach. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Was mich jetzt noch retten könnte, wäre ein Bingo-Spiel. In dem ich 3 Insignien habe. Aber das schaffe ich jetzt, so wie ich mich kenne, sowieso wieder nicht. The World of Fun. Ach, ich hasse Loviata. Aber immerhin haben wir schon die Hälfte der KP runter. Zwinker, Zwinker, ihr wisst genau, was das zu bedeuten hat. Dass 200 nämlich nicht ihre gesamten KP sind. Ja, ganz genau. Mhm. So. Es sieht sehr schlecht aus, möchte ich nur mal so anmerken. Und es ist halt blöd, weil man diesen Kampf, weil man nicht gespeichert hat und weil man im Prinzip nichts dagegen machen kann. Das ist halt wirklich die Scheiße. Muss man wirklich sagen, ist Kacke. Ah! Ja, ganz genau! Nein! Nein! Es sieht immer noch sehr schlecht aus. Tja. Mario ist jetzt am Arsch. Schrumpfer, toll. Funktioniert sowieso nicht. Kann ich euch ganz genau sagen. Ach, ich habe mich nicht richtig vorbereitet. Das ärgert mich jetzt schon wieder. Das funktioniert nicht. Das ist für den Arsch. Ich probiere den Schrumpfer. Der funktioniert sowieso nicht. Yay, super toll. Lässt sie schrumpfen, funktioniert nicht. Saugt und spuckt, funktioniert auch nicht. Ach komm. Ich bin doch ein blöder Kerl, echt. Ja, so. Nein. Ja, Atze fail. Okay. Ja. Nur mal so, by the way. Es sind alle Erfahrungspunkte weg, die ich jetzt hatte. Unsere KP sind wieder auf Standard. Boah, habe ich sonst was vergessen? Das Ganze schaut wieder so aus. Wir haben keinen... keinen Ding. Wunderbeutel. Damit können wir auch keine 20 Items tragen. Und einen Haufen coole Orden haben wir auch nicht. Ja. Also ich kann euch sagen, ich habe diesen Kampf schon des Öfteren geschafft. Da war es aber irgendwie so, ich habe die Duellkerker mehrmals gemacht. Ich habe gemacht bis Level 50, also bis Ebene 50. Habe den Wunderbeutel, bin dann nochmal raus, habe mich gescheit aufgepowert, richtig Items eingekauft. Weil wenn man bis zu 20 Items tragen kann, ist natürlich kein Thema. Ja, habe ich sonst noch was vergessen? Ja, und dann bin ich nochmal rein und habe Loviata in sehr langen und intensiven Kämpfen geschlagen. Und es ist wirklich so, dass Loviata stärker ist als der eigentliche Endgegner. Und den Orden, den man dafür bekommt, der ist awesome. Leider werden wir den nie bekommen, weil ich setze mich jetzt nicht nochmal hin. Ich habe seit gestern 2 Stunden gespielt und ich spiele jetzt heute auch schon wieder seit 2 Stunden. Und irgendwie ist mir das Ganze nicht wert. Ich muss hier nichts beweisen. Ich weiß, dass ich das schon mal geschafft habe und das ist gut so. Das war noch in meiner Jugend, kann man sagen. Und da waren die Sachen sowieso alle schöner. Man hatte mehr Zeit und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, wir machen uns auf zum Äonentor, knüppeln dort alle um. Und dann ist Feierabend. Ich hab keinen Bock mehr. Das war's dann gewesen mit Paper Mario. Es tut mir leid, das hätte jetzt auch klappen können, aber so wie die Sache war, habe ich mir das fast gedacht, dass es nicht klappen wird. Ja gut, ja super, ja toll. Jo.
Naja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen für heute Schluss, denn der Atze ist ein bisschen Depri. Nachdem er 4 Stunden gespielt hat, über Nacht die Wii hat laufen lassen und wir haben es verkackt. Ich hätte mir zumindest, da frage ich mich, wie blöd das ich sein muss, einen Lebenspilz einpacken können. Dann hätte ich nicht beim ersten Mal, also zumindest nicht gleich verlieren können. Weil Loviata ist wirklich stark. Und die hätte nochmal die KP um 20 erhöht. Nur mal so by the way, also so 240, 260 KP hat das Vieh, das stärkste Wesen in Paper Mario. Naja. Gut, nicht lange um den heißen Brei rumgelabert. Wenn es euch gefallen hat, bitte kommentieren, abonnieren. Ansonsten bin ich der AC105 und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir zum Eon-Tor gehen und die Sache so langsam hinter uns bringen. Bis dann und ciao, ciao.